Hey Leute, seit genau einem Tag habe ich jetzt auch endlich eine Apple Watch, die mir richtig passt und mit der ich jetzt schon einige Erfahrungen sammeln konnte. Dabei sind mir einige Sachen aufgefallen, sowohl positiv als auch negativ, und genau darüber möchte ich mit euch in diesem Video gerne sprechen. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's! Als allererstes ist mir aufgefallen, dass ich weniger auf mein Smartphone geschaut habe. Das Ziel jeder Smartwatch ist ja, Nachrichten auf dem Handgelenk anzuzeigen, und dann kann der User entscheiden, ob er dafür sein Handy rausholen möchte oder eben nicht. Und genau das klappt bei der Apple Watch eben richtig gut. Die Nachrichtenanzeige auf dem Arm funktioniert richtig gut, sieht gut aus und so weiter, die Animation ist cool und man kann sofort entscheiden, ist die Nachricht wichtig, hole ich dafür mein Handy raus oder eben nicht. Gleich als zweites ist mir dann aber etwas aufgefallen, das eigentlich gar nicht so wichtig klingt. Und zwar handelt es sich dabei um die Soundeffekte und um die Vibration der Apple Watch. Die Soundeffekte selber sind einfach ziemlich cool, also sie klingen richtig gut, immer so kleine Pling-Effekte und so weiter, die hören sich einfach gut an. Und die Vibration ist etwas richtig Besonderes. Ich habe gelesen, dass Apple ungefähr ein Jahr lang daran gearbeitet hat, dass diese Vibration Johnny Ive gefallen, und erst dann waren die Vibrationen fertig. Wenn ihr nämlich eine Nachricht auf der Apple Watch bekommt, fühlt es sich nicht an wie eine normale, laute Handy-Vibration, sondern es tippt euch irgendwie am Handgelenk an. Das ist ein ganz komisches Gefühl und auch schwer zu beschreiben, aber es ist auf jeden Fall richtig cool und macht einfach wirklich Spaß in der Benutzung. Der dritte Punkt, der cool ist an der Apple Watch, ist das Display. Und das ist ein AMOLED-Panel dieses Mal. Das heißt, die Schwarzwerte sind wirklich richtig, richtig gut und die Weißwerte nicht so optimal. Aber da das Betriebssystem eh sehr viel auf schwarze und ganz wenig nur auf weiße Elemente setzt, ist das verschmerzbar. Auf jeden Fall ist das Display unfassbar scharf. Also für eine Smartwatch ist es das schärfste Smartwatch-Display, das ich jemals gesehen habe. Die Farben sind dank AMOLED richtig, richtig knallig und die Blickwinkel können sich auch richtig sehen lassen. Davon bin ich also richtig überzeugt. Das Display macht einfach so einen großen Teil der User Experience auf so einer Smartwatch aus, und dass der bei der Apple Watch gut gelungen ist, ist schon mal richtig gut. Außerdem gibt es jetzt den Apple Watch App Store, in dem man sich Apps runterladen kann, die die Apple Watch unterstützen. Und da sind auch schon einige dabei, die wirklich cool und wirklich gut funktionieren. Es gibt auch einige, da denke ich mir, die sehen so ein bisschen altbacken und so ein bisschen unmodern aus. Aber ich hoffe mal, mit ein paar Updates für die Entwickler und so weiter wird sich das auch noch verändern. Eine App, die mir bis jetzt aber richtig gut gefallen hat, ist die Elgato Aware App. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die Lampe in meinem Zimmer. Und genau diese Lampe kann ich jetzt mit dieser App steuern, und das macht einfach viel mehr Sinn, es auf dem Handgelenk zu machen, als dafür sein Handy rauszuholen. Ist wie so ein Lichtschalter am Arm im Prinzip. Zwischendurch ist mir übrigens aufgefallen, dass ich manchmal einfach auf die Apple Watch geguckt habe und gestaunt habe, wie gut sie aussieht, denn das Design ist wirklich richtig gut. Also ich finde, es ist die schönste Smartwatch auf dem Markt. Ich kann viele Leute verstehen, die sagen, die Moto 360 ist schöner oder so, weil sie rund ist und so ein bisschen eine klassischere Designsprache hat. Aber die Apple Watch ist einfach wirklich so filigran und so schön, das ist wirklich, also ich bin richtiger Fan davon. Eine andere kleine Sache, die mir aufgefallen ist, ist die Diktierfunktion. Die ist nämlich einfach richtig gut. Ich würde sagen, 90% aller Wörter, die man zu der Diktierfunktion sagt, werden auch verstanden, und das ist, denke ich mal, eine richtig gute Quote. Viele hatten ja auch Angst, dass der Akku nicht so lange hält, und ich würde sagen, der Akku ist für eine Smartwatch echt in Ordnung. Also ganz am Abend gestern hatte die Apple Watch noch 16%. Und ich denke mal, das geht in Ordnung. Ich werde in den nächsten Wochen aber auch nochmal ganz genau testen, wie gut der Akku jetzt wirklich ist, und das werdet ihr in meinem richtigen Review natürlich erfahren. Der Aspekt Zeitmessung ist ja bei der Apple Watch Entwicklung wirklich richtig wichtig gewesen, und das merkt man auf jeden Fall. Die Funktionen und die Möglichkeiten, mit denen man die verschiedenen Watchfaces individualisieren kann, sind wirklich sehr ausführlich, in den meisten Fällen auch wirklich praktisch, und da hat Apple wirklich einen guten Job getan. Manche Watchfaces sind eher klassisch, andere sind sehr modern und andere haben so einen völlig neuen Aspekt von Zeitmessung irgendwie dabei. Zum Beispiel dieses Bewegen-Watchface mit den Quallen oder Schmetterlingen finde ich persönlich richtig cool. Das gibt einem irgendwie so ein anderes Gefühl von Zeit. Das User-Interface an sich finde ich jetzt nicht so intuitiv wie andere User-Interfaces von Apple, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Nach ein bisschen Eingewöhnungszeit hat man sich daran gewöhnt, findet alles sofort, und es macht Spaß, durch diese Animation und alles durchzuwischen. Also es ist schon wirklich ein gutes Interface. Jetzt aber die Frage, braucht man die Apple Watch und hat sie einen Nutzen? Also einen Nutzen hat sie natürlich ganz klar, alles was ich euch eben erzählt habe. Aber braucht man sie unbedingt? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, die Apple Watch ist eines der ersten Produkte von Apple in den letzten Jahren, das nicht unbedingt darauf ausgelegt ist, dass jeder es haben muss. Die Apple Watch ist vielmehr etwas, das man eigentlich haben will,
sobald man es mal gesehen hat. Aber sie ist natürlich auch ziemlich teuer. Also ich würde sagen, es ist auf keinen Fall ein Must-Have. Aber ich denke mal, die meisten von euch werden mir zustimmen, man will es irgendwie schon haben. Gerade als technikinteressierter Mensch ist das einfach schon was Cooles. Und das war's dann auch von dem, das mir in dem einen Tag Apple Watch Nutzung so am meisten aufgefallen ist. Ich hoffe, das Video hier hat euch gefallen. Fragen und so weiter könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.